Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich habe heute den Firefox aufgemacht. Da gibt es eine Nachrichtenübersicht, empfohlen von Pocket. Bei jeder Nachricht ist mir irgendwas dazu eingefallen. Spiegel.de, warum wir die Corona-Krise noch immer nicht begreifen. Die Corona-Krise ist eine Naturkatastrophe. Leider verstehen das noch immer viele nicht. Warum? Es liegt in der Natur des... Wir können bei Spiegel.de mal wieder den Spiegel anlegen. Lesen wir es mal spiegelverkehrt. Warum wir die Corona-Krise begreifen. Die Corona-Krise ist keine Naturkatastrophe. Es verstehen immer mehr. Warum? Es liegt in der Natur des Menschen, Dinge zu glauben, die andauernd wiederholt werden. Aber immer mehr merken, irgendwas stimmt da nicht. Und holen sich mehr Informationen als das, was Spiegel uns liefert. Manager-Magazin. Autoindustrie. Warum die Versorgung mit Mikrochips stockt und die Produktion lahmt. Wassermangel in China lässt die Bänder in Wolfsburg stillstehen. Die akute Knappheit von Silizium für Halbleiter offenbart wie? Was erfahren wir? Die Autoindustrie hält die Bänder an. Wegen Wassermangel in China. Dass sie deswegen kein Silizium für Halbleiter bekommen würden und keine Chips einbauen könnten. Ich habe mal nach Wassermangel in China gemetagert, um Google zu vermeiden, und habe mir mal die Berichte der letzten Woche anzeigen lassen. Es gibt keinen aktuellen Artikel, der irgendwas darüber aussagt, dass in China Wassermangel wäre. Gut, vielleicht sind wir nicht gut informiert. Später noch mehr dazu. Magier Siegfried Fischbacher ist tot. Der Tod begleitet uns überall. Kurioser Aktienmarkt. Anleger sollten mit anderen Augen auf die Rallye schauen. Tesla, Wasserstoff, Signal, Wirecard. Das Börsenjahr ist noch keine 2 Wochen alt, aber schon reich an Kuriositäten. Der Firmen, die Nutznießer sind dieser Corona-Krise, vor allem der Maßnahmen und der Resultate dieser Maßnahmen, sind natürlich gut im Kurs. Die künstliche Intelligenz übertrifft irgendwann die menschliche und übernimmt die. Die Digitalisierung erobert die Welt. Aus dieser Menge herausragender Artikel, da er die Zukunft zeigt. Managermagazin.de Container, Preise für Fracht aus China nach Europa in 8 Wochen verdreifacht. Weiter oben noch, China hat Lieferprobleme und wir haben Verarbeitungsprobleme der Lieferprobleme. Oder wie war das? Was jedenfalls angekündigt wird, ist ein Engpass in der Versorgung. Spiegel.de Erster Nachweis in Deutschland, was wir über die Corona-Mutation aus Südafrika wissen. Auch die Corona-Mutation aus Südafrika ist in Deutschland angekommen. Sie bereitet Forschern noch mehr Sorgen als die. Wir können wieder den Spiegel anlegen. Erster Nachweis in Deutschland, was wir im Grunde über die Corona-Mutation aus Südafrika nicht wissen. Jedenfalls sollen wir Angst davor haben, denn die Forscher haben noch mehr Sorgen als bei der anderen Mutation. Covid-21 ist auf dem Weg zu uns. Wieder ein Grund, warum wir der Regierung trauen soll, dass sie uns beschützt, weil es ja so gefährlich ist da draußen. Neuer CDU-Chef Laschet, Absage an One-Man-Show. Armin Laschet hat die Delegierten mit einer guten und emotionalen Rede überrascht. Ein super Politiker. Lob, Lob. Corona-Krise in Spanien. Die dritte Welle ist da. In Spanien steigen die Neuinfektionen wieder so schnell wie im Frühjahr 2020. In bevölkerungsstarken Regionen gehen die, wieder ein Angstmach-Artikel. Wie viele tatsächlich sterben, steht da wahrscheinlich nicht drin. Ich habe ihn nicht gelesen, aber wir haben ja gelernt, dass die Relationen fehlen. Viele Neuinfektionen, was sind das? Viele positive Testergebnisse. Die Zahlen aus Irland wurden für die letzten Beschlüsse der Bundesregierung rangezogen, beziehungsweise des Kanzleramts und der Länder, weil es so viele Neuinfektionen gab. Und gleichzeitig gab es in Irland aber nur 13 Covid-Tote. Das wurde völlig außer Acht gelassen. Trump war kein Betriebsunfall. Der Sturm auf das Kapitol zeigt, dass Demokratien mehr brauchen. Militante Trump-Anhänger, die das Kapitol verwüsteten und sich als das wahre Volk inszenierten. Das ist ein Fanal für die... Wohin geht das? Das wahre Volk? Trump-Anhänger sind rechtsradikal. Ein schon stark benutzter Frame, der aber scheinbar noch groß genug ist, da alle mit reinzuschmeißen. Aus Spielereien werden Industrieanwendungen. Die neue Robotergeneration steht vor der... In Fabriken erledigen Roboter bisher oft nur Routinearbeiten, doch neue Technologien erweitern die Möglichkeiten. Sieh dir die Polizei von morgen an. Überwachung, Lieferung, das sind die Geräte, die deine Arbeit machen werden. Wenn Sport zur Sucht wird. Fitte, athletische und muskulöse Körper gelten heute als schön, doch der Körperkult kann schnell zu einem süchtig. Sport ist gefährlich. Tu nichts, was gesund ist. Bleib zu Hause. Beweg dich besser nicht, denn... Es kann zur Sucht werden. Held, Anführer oder Krimineller? Warum Alexei Nawalny im Westen und in Russland so? Das
das gibt jetzt noch nicht so viel her, also gucken wir uns den Artikel mal etwas genauer an. Am 28. Dezember erinnerte sich die Strafvollzugsbehörde daran, dass Nawalny durch seine lange Abwesenheit Auflagen einer zwei Tage später auslaufenden Bewährungsstraße in einem dubiosen Strafverfahren von 2014 nicht nachkomme. 24 Stunden später, am 29. Dezember, kurz nach 21 Uhr, teilte eine andere Behörde, das staatliche Ermittlungskomitee in Moskau, mit, gegen Nawalny sei wegen Unterschlagung von Spendengeldern im großen Umfang ein neues Strafverfahren eingeleitet worden. Doppelte Botschaft war eindeutig. Entweder bleibst du, wo du bist, oder das Gefängnis wartet auf dich. Woran erinnert mich das? War nicht gestern gerade Hausdurchsuchung bei einer homöopathischen Ärztin, weil sie Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt hat und Atteste, die von der Maskenpflicht befreien? Parallel wurde Geld von einem Aktionskonto beschlagnahmt? Die Botschaft war eindeutig. Wer ist Nawalny? Ein freiheitlich-demokratisch gesinnter Intellektueller und gegenüber dem Regime kritisch eingestellt. Vor den für Herbst 2021 geplanten Parlamentswahlen schränkt der Kreml noch mehr Freiräume ein und scheut keine plumpen politischen Manöver, um den politischen Prozess vollständig zu kontrollieren. Also wo werden denn gerade die Freiheiten eingeschränkt? Wo wird denn gerade keine Opposition mehr zugelassen? Oder direkt ins rechte Spektrum gerückt, wenn was kritisch geäußert wird. Nawalny ist Symbolfigur für den Widerstand dagegen. Aber sagte Söder nicht gerade, dass die Freiheitskämpfer Rechtsradikale, Linksradikale sind, die sektenähnlich und mit der RAF vergleichbar terroristisch vorgehen? Ich bin durcheinander. Seine Enthüllung über korrupte Funktionäre verbreitet er über packend erzählte Videos, die ein Millionenpublikum finden. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat er die größeren Städte des Landes mit seinen Niederlassungen überzogen, die er Stabten Nawalnys nennt. Ja, das ist ja was, was bei uns gar nicht möglich wäre. Videos werden zensiert und Niederlassungen zu öffnen, aktuell nicht zugelassen. Auch ein Spiegel unserer Zeit. Corona-Impfstoffmythen im Faktencheck. Im Internet verbreiten sich krude Thesen über die Corona-Impfungen. Sie sollen zur Unfruchtbarkeit führen oder ins Erbgut. Der Faktencheck zu diesem Zeitpunkt natürlich sicher, dass die genau wissen, was nun die Impfstoffe machen oder nicht. Denn die sind ja schon seit Dezember auf dem Markt und werden gespritzt und natürlich weiß man dann sofort, ob eine Unfruchtbarkeit ein Ergebnis sein wird oder nicht. Naja gut, wenn Lauterbach schon alle Langzeitschäden von Covid-19 kennt, dann können Faktenchecker natürlich auch schon wissen, welche Langzeitschäden so ein Pseudo-Impfstoff nicht hat. Kann man wissen. Gute Arbeit. Depression. Ein Placebo unterstützt die Psychotherapie. Ein vermeintliches Naturheilmittel hilft beim Entspannen und lindert Depression. Das ist das Ergebnis eines... Ach, schau mal an. Ein vermeintliches Naturheilmittel ist tatsächlich nur ein Placebo. Also, wenn ihr was Wirksames wollt, müsst ihr irgendwas von der Pharmaindustrie kaufen. Wolfsgeist, wie Huawei seine Angestellten in Europa kontrolliert. Ehemalige Angestellte werfen Huawei Diskriminierung vor. Na sowas. Wie massiv der Konzern in ihr Privatleben eingreift und... Ja, ist das nicht das chinesische Modell, was wir gerade auch von der Regierung her erleben? Wer greift denn gerade am meisten in mein Privatleben ein? Coronavirus. Null-Fälle-Strategie soll Deutschland aus der Corona-Krise führen. Infektionen auf Null bringen und konsequent eindämmen. Führende Forscher schlagen der Kanzlerin einen No. Das taucht immer häufiger auf in den Mainstream-Medien. Die neue Lösung. Eine Null-Fälle-Strategie. Das bedeutet, keiner verlässt mehr das Haus für 2 Wochen. Jeder bleibt zu Hause. Also alle sind eingesperrt. Für Leute mit Garten geht das vielleicht noch einigermaßen, wenn sie denn dann noch überhaupt in den Garten dürfen. Weil man könnte ja auch dann auf den Gehweg atmen oder sowas. Also, dass das vorbereitet wird, ist in meinen Augen schon merkbar daran, dass die Autoindustrie aufgrund des Wassermangels in China, von dem ich nichts gefunden habe, die Bänder stilllegen lässt. Sei vorbereitet. Nebenwirkungen bei Senioren. Norwegen ändert die Impfempfehlung. Nach Meldungen über Nebenwirkungen und Todesfällen bei Personen über 80 Jahren. Norwegens Gesundheitsbehörde. Ich habe den TAZ-Artikel nicht gelesen. Bitte wahrnehmen und verbreiten. Waldarbeiter entdecken mögliches RAF-Depot. Waldarbeiter haben in Niedersachsen einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In einem vergrabenen Fass haben sie mutmaßliche...
gut, die RAF jetzt öfter zu erwähnen, denn die Regierungskritiker sind ja wie Terroristen und wie die RAF. Ist ja nicht so, dass die irgendwie gute Argumente haben und einfach reden wollen und eine ausgewogene Politik sich wünschen. Nee. Wankt Trumps Imperium. In den letzten Tagen seiner Präsidentschaft distanzieren sich Geschäftspartner und Unterstützer von Donald Trump. Eine Überschrift, die glauben lassen soll, Trump sei schwach. Warum distanzieren sich die Geschäftspartner? Weil er den Sturm aufs Kapitol verursacht haben soll, was tatsächlich eine Behauptung ist, wofür es keinen einzigen Beweis gibt. Er im Gegenteil, dass sein letzter Twitter-Post lautete, bleibt ruhig, haltet euch zurück, seid friedlich, der dann von Twitter direkt gelöscht wurde und Trumps Twitter-Account daraufhin gesperrt wurde. In den Artikel habe ich tatsächlich reingeguckt. Und was mir auffiel, dass gesagt wird, es droht juristischer Ärger aufgrund des fehlenden Wissens, wie viel Geld Trump tatsächlich locker machen kann, falls er genötigt wird, die Kredite zurückzuzahlen, da, Zitat, völlig unklar sei, wie hoch das Vermögen Trumps tatsächlich ist. Der Artikel ist schon ein paar Tage alt und hat noch das zweite Amtsenthebungsverfahren mit als Thema, aber immerhin sind sie so offen zu schreiben. Tatsächlich hat Trump in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich neu erfinden und seinen Namen zu Geld machen kann. Und er hat bewiesen, dass er entweder ein Stehaufmännchen ist oder ein Fall-nicht-um-Männchen. Soweit, so gut. Wenn dir dieser Überblick gefallen hat, hinterlass ein Zeichen. Wir sehen uns. Weitermachen.